Wir haben uns ja auch schon vorher in der Garderobe getroffen, meine Damen und Herren. Es war so, als sie reingekommen sind. Und nur 2 Minuten gedauert, war bei mir auch die Nervosität wie weggeblasen. Und, was mich interessiert ist ja, ich habe mir ja zur Vorbereitung auf die Sendung einige deiner Filme. Schon alle? Hast du alle schon gesehen? Man muss sich doch über seine Gäste informieren, meine Damen und Herren. Guck mal, jetzt hast du Helga. Ja. Jetzt hast und da habe ich eine Frage. Da war in diesem einen Film, wer hat da die Musik gemacht? Hä? Diese Musik, die im Hintergrund läuft. Welchen Film meinst du denn? Ich kenne die Titel. Ich kann die Titel hier nicht sagen, uns gucken ja auch junge Leute zu. Aber das ist halt, das Tolle ist, ich war heute Mittag noch mal, weil ich traue mich nicht, diese Titel in der Sendung zu sagen, weil wir müssen ja ein bisschen jugendfrei bleiben. Ja. Und ich bin mal hier vor das Theater vor die Tür gegangen und habe mal andere Leute um Hilfe gebeten, ob sie mir nicht die Titel mal vorlesen können. Hast du gemacht? Ja. Schön. Sollen wir uns mal gerade angucken? Ja, ja, das war heute Nachmittag. Schauen Sie. Schönen guten Tag. Guten Tag. Darf ich Sie gerade noch was fragen? Ja, können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe heute Abend, ich mache so eine Fernseh, kennen Sie mich überhaupt? Nee. Nee, egal. In meinem Auto. Nee, vielleicht besser so. Jugendsendungen sehe ich ja. Ja, Jugendsendung. Okay, passen Sie auf. Ich habe heute Abend eine Erotikdarstellerin bei mir in der Sendung zu Gast. Ja? Welcher Sender ist es denn? ProSieben. Ah, ProSieben. Ja. Schon mal, ja. Könnten Sie mal für uns den Namen der Darstellerin vorlesen? Ina Wirt. Wie? Ina Wirt. Richtig. Und ich bin ja so ein bisschen schüchtern, wissen Sie? Ja, das und die hat halt so, ja, die hat so Filme gemacht und ich traue mich nicht so richtig, die Titel der Filme vorzulesen. Könnten Sie mir da vielleicht helfen? Ein Film heißt zum Beispiel so. Könnten Sie mal vorlesen? Ich will kommen. Ja. Und einer, der zweite Film, da traue ich mich gar nicht, vielleicht trauen Sie sich, der heißt so. Nee, danke. Ein Film heißt so, vielleicht könnten Sie den mal vorlesen. Ach so. Der eine Film heißt so. Ich will kommen, hör doch auf. Ja, und ja, das war schon mal gut. Und der andere Film heißt so. Durchgefickt. Und einmal zwei, hör doch auf. Warum steht hier einer vor mir? Bitte was? Ja. Das gibt es nicht. Ja. Sie haben ihre Schwere eingelegt. Sie sind auch ein bisschen geschockt von den Titeln, oder? Geschockt, hören Sie mal. In meinem Alter haben wir das schon alle hinter uns. Entschuldigung, darf ich Sie gerade noch was fragen? Ja, ich habe heute Abend eine. Sie kennen mich? Yeah. Ja. Ich habe so eine Künstlerin bei mir in der Sendung zu Gast. Das ist eine Erotikdarstellerin. Ich bin so ein bisschen schüchtern. Ja? Könnten Sie mal den Namen von der Dame vorlesen? Oh, wie schön. Zu ihr passend? Wie es da steht? Ah ja, Gina Wild. Oh. Richtig ausgesprochen. Und jetzt traue ich mich nicht, die Namen der Filme vorzulesen, weil ich ja so schüchtern bin, die gemacht hat. Vielleicht können Sie mir mal helfen. Einer heißt so. Ich will kommen. Ja. Und dann gibt es noch einen, der heißt so. Durchgefickt Teil 1. Na bitte! Teil 1 und 2. Ja. Ja, war das jetzt was wert? Ich traue mich das ja nicht. Also und dann ist ein Film, den traue ich mich nicht. Schauen Sie mal hier. Hoffentlich sehen mich nur meine Schüler nicht. Hoffentlich nicht, nee. Sie ist ein ehemaliger von mir. Oh. Ja. Junge F*** hat gedient. Wollen wir noch mal einen kleinen Ausschnitt aus deinem Film machen? Haben wir keine Zeit mehr. Sind wir schon drüber. Hm. Aber wenn, meine Damen und Herren, nur ein ganz klitzeklitze, ganz klitzeklitze kleinen Ausschnitt. Schauen Sie hier. Siehst du, diese Musik meinte ich. Ach, na, die aber Musik, toll. Also deine Filme gibt es, glaube ich, überall, wo es Videotheken gibt und so weiter und so fort. Ja, ja? Und auch Sexshops und so. Ach, so was auch. Hui, meine Damen und Herren, ich bedanke mich, dass du gekommen bist. War sehr sympathischer Auftritt von dir. Danke. Meine Damen und Herren, Gina Wild.